Die Perle, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Mai 2005 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für seine Frau und für all jene, die Ohren haben und hören. Frage von Timothy für seine Frau. Herr, warum fühlt sie sich so unruhig nach ihrem Besuch bei Rose, einer obdachlosen Person? Antwort des Herrn. Geliebte, wir sind den Armen verpflichtet, denn ihnen gehört das Himmelreich. Du hast den Geist über dir gefühlt, du weißt jetzt, was dein Mann weiß, denn der Geist ist über euch und er wird Wahrheit genannt. Geliebte, du hast Mitgefühl gezeigt, dies ist der Weg des Herrn, eures Christus, mein Weg. Hab kein schlechtes Gewissen, denn sie haben ihren Pfad gewählt, welcher zu mir führte. Keiner ist mir gegeben, außer der Vater ruft sie zuerst. Ihrer ist der Pfad der Erlösung. Sei nicht traurig für sie, denn was an ihnen macht dich traurig. Juble, mein Kind, denn sie haben ein Heim und einen Garten. Ich habe es für sie bereitet, und bald werde ich sie sammeln und zu mir hochheben, damit sie sein können, wo ich bin, und an dem Ort wohnen, den ich für sie bereitet habe, von Anfang an. Sie sind tatsächlich arm, in dieser Welt sehr arm. Schau und bringe Dank und Lob dar, denn das Lamm Gottes hat die Perle in ihre Hand gelegt. Sie wird jenen freigegeben, die darum bitten. Geliebte, du hast viel und bist dankbar. Du hast nichts und alles. Du und sie, mit welcher du Freundschaft geschlossen hast, ihr seid beide reich. Es ist nicht in Worte zu fassen. Der Reichtum, den ihr beide habt, ist gleich. Denn beiden habe ich mich selbst gegeben. Schau mit den Augen von Christus. Du hast geschaut, aber nur wie eine Frau. Schau mit größerem Weitblick. Alles, was du hast, ist bloß ein Schimmer. Ein Blinzeln, jetzt hier und morgen verschwunden. Ich sehe dich nur, wie du bist und sein wirst, genauso wie alles gemeint war, beabsichtigt von dem Vater. Für eines muss alles verloren sein, um gefunden zu werden. Für das Nächste ist nichts verloren und alles gewonnen. Doch wirklich gesegnet sind jene, welche die Perle niemals verloren haben, sondern sie nahe hielten ihr ganzes Leben lang. Alle sind geboren von und haben die Perle bei sich. Es ist die Welt und der Böse, der euch täuscht, zu denken, dass ihr sie verloren habt und dass sie niemals existierte. Auch er, der lügt und stiehlt und der Vater ist von ihnen, könnte die Perle haben, wenn er umkehrt und ihn akzeptiert, der die Perle in seiner rechten Hand hält. Sie ist verloren für ihn und selbst sein Teil am Leben wird entfernt werden von ihm am letzten Tag, für immer getrennt von Gott, der zweite Tod. Juble und bringe Dank dafür, was du hast, Geliebte, und hüpfe vor Freude darüber, was du empfangen hast. Mache, was du kannst für die Armen und Hungernden, und für die Witwen und Waisen, denn mit deinem Mitgefühl und deinen helfenden Händen der Liebe hast du den Herrn und die Liebe deines Vaters im Himmel berührt. Fühle dich nicht schuldig dafür, was du hast und ein anderes nicht hat. Alles gehört dem Vater und ist jenen gegeben, welche er wählt, und genommen von jenen, welche er wählt. Beide werden ihn anrufen, denn es ist des Vaters Wille, dass alle zur Buße und Umkehr kommen und Erlösung empfangen in Christus. Singe Amen, sage ich, singe Amen. Meine Arbeit ist fast beendet auf der ganzen Erde und all jene, die von dem Vater bitten, im Namen seines Hervorgebrachten, werden die Belohnung haben.
und wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, sicherlich sage ich zu dir, dort bin ich. Ich sage dir, meinen Frieden schenke ich dir, aber nicht wie die Welt gibt. Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, dies ist das Wort des Herrn, gesprochen zu dieser Generation. Wenn diese Worte Ihnen auch einen Dienst erweisen, teilen Sie diese Briefe mit allen Menschen. Die Zeit ist kurz. Helfen Sie mit, diese letzte Trompete Gottes zu blasen. Danke Ihnen und möge Gott Sie auf allen Wegen segnen. In Jesus Christus, Yahushua HaMashiach, ist unsere Erlösung.